Moin Leute und herzlich willkommen zur nächsten Folge von Kingdom Come Deliverance. Wir sind gerade hier und müssen unseren Bruder retten, beziehungsweise ihn behandeln. Mein Bruder ist verletzt, ich muss ihm irgendwie helfen, sonst wird er den morgigen Tag nicht erleben. Und ich muss auf der Hut sein, da draußen die Hölle losgebrochen ist. Ja. Sammelzustand ist ernst. Ohne meine Hilfe wird er es nicht überleben. Ich muss alles finden, was nötig ist, um seine Wunden zu behandeln. Okay. Die Verbände sind mit Blut durchtränkt. Ich muss sie wechseln. Und ich brauche etwas, das die Heilung anregt. Zumindest Ringelblumen, damit sich nichts entzündet. Und Wasser brauche ich. Matthäus meinte, in der Mine werde ich fündig. Okay. Finde 3 Stück Leinen zum Verbinden von Samuels Wunden. Okay. In der Mine. Aber jetzt habe ich noch mehrere Punkte gekriegt. Finde 3 Stücke Leinen zum Verbinden von Samuels Wunden. Finde 10 Ringelblumen für Samuel. Finde Wasser, um Samuels Wunden zu säubern. Optional 6 Verbände anstelle von Leinen sollten auch gehen. Wenn ich noch 2 Verbände finde, wäre das natürlich hervorragend. Kann ich das hier mitnehmen? Nee. Werden hier Gegner drin sein? Ich weiß ja nicht, wie tief das hier reingeht, ne? So, wahrscheinlich schon einiges. Und ich hoffe, dass wir nicht zu spät kommen. Wasser holen, das ist schon mal wenigstens etwas. Wasser habe ich für unseren Bruder schon mal erhalten. So. Na komm. Ich kann nicht weg. Ich muss mich um Samuel kümmern. Okay. Rennen wir mal wieder zurück zum Eingang. Gab es hier noch einen Weg, den wir gehen können? Ich glaube nämlich nicht. Aber wie gesagt, das Wasser haben wir bereits. Ah ja, da ist Spitzer. So. Ich habe noch nicht alles, was ich brauche. Ach so. Ich vergeude Zeit. Ja, es tut mir leid. Ich weiß auch noch nicht, wo ich alles finde. 3 Stücke Leinen zu verbinden und C ist für eine 10 Ringelblumen. In Richtung C laufe. Also hier runter. Da soll ich dann Ringelblumen finden wohl. Ich sehe die Hand vor Augen nicht. Spitzer könnte für mich suchen. Das ginge schneller. Gib Spitzer das Kommando such. Spitzer! Komm mal her. Los, such. Mal sehen, ob du hier etwas erschnüffelst. Such. Dann mal los, Spitzer. In Stand und entdeckten Orten Ausschau halten, sobald er die Witterung aufnimmt. Ja, was ist denn da? Hier eine Ringelblume oder was? Passiert da jetzt noch was? Oder? Ja? Hallo? Ach, keine Ahnung. Na! Toll! Wir gehen mal in Richtung C, weil wir müssen ja irgendwie jetzt hier schon Ringelblumen finden, ne? Nicht finden, ist unser Bruder wahrscheinlich verloren. Das wollen wir natürlich nicht. Sehe, ich bin im Gebiet. Das hier Ringelblumen. Weinwell. Das hier? Ja. Kann ich jetzt hier nochmal das Kommando geben, such? Mal sehen, ob du hier etwas erschnüffelst. So. Ringelblumen oder so? Vielleicht? Oh oh.
Eine Wache wahrscheinlich, ne? Gut, wir sind denen auch wieder ziemlich nahe gekommen. Beinbell, das ist aber jetzt hier nicht Ringelblume, ne? Das ist doch doof. Bin ich denn jetzt komplett schon in diesem Gebiet drinne? Ja. Ich hoffe, dass sie meinen Bruder nicht finden werden. Beinwell. Alles Beinwell. Erstmal wissen würde, wie hier so eine Ringelblume in dem Spiel aussieht, ne? Ich damit schon sicherlich wesentlich mehr anfangen. Ich nehme jetzt ein. Oh oh. Weit weg. Was ist denn das hier? Ist hier was Besonderes? Außer. Oder ist das auch einfach nur Beinwell? Ja. Nur bin ich denn hier eigentlich? Warum finde ich denn hier keine Ringelblümchen? Ich verstehe das nicht. Gerade. Kannst du mir jetzt noch mal suchen helfen? Mal sehen, ob du hier etwas erschnüffelst. Such. Na dann los. Komm. Na, komm. Leg los. Scheinbar ist hier nichts, ne? Auch nur Beinwell. Hier kann ich ja nicht aufnehmen. Jetzt schlecht gedacht, dass das hier Ringelblumen sind, ne? Aber da kann ich ja hier nichts auswählen, nur hier. Aber ich bin auch nicht mehr in einem Gebiet drin, wo das möglich wäre, angeblich. Ringelblumen zu finden, jetzt schon. Oder sind die hier irgendwo? An den Bäumen? Ja, nicht, oder? Okay. Müssen wir jetzt mal genauer suchen. Wir ducken uns wieder mal lieber. Vielleicht besser, um nicht aufzufallen. Nur wo sind hier die Ringelblumen? Wo könnte ich die hier finden? Ja, vielleicht, dass er vielleicht mal irgendwie eine Fährte aufnimmt, aber haben wir gar nichts. Nehmen wir jetzt noch mal was von dem Zeug mit. Na, anderes Kommando. Was ist denn da? Naja, zurück. Nee. Nimm das mal alles mit. Wer weiß, wofür ich das nochmal brauchen kann. Dieses Beinbell. Pein. Eine Ringelblume. Aber jetzt bin ich auch wieder nicht mehr in dem Bereich, wo es Ringelblumen gibt. Also angeblich nicht mehr in dem Bereich, wo es Ringelblumen gibt. Ich weiß ja nicht, wo das hier der Fall sein soll. Ob man die nur am Wegesrand findet oder da vorne patrouilliert eine Wache. Natürlich auch so, wenn ich dem zu nahe komme, dann verfolgt er mich wieder. Und dann ist das wieder ganz besonders scheiden. Aber hier komme ich, jetzt bin ich in diesem C-Bereich drin. Ich dachte mir vielleicht, cool, wenn du jetzt hier drinne bist, dann wirst du hier eigentlich auch was. Ist ja komischerweise gar nichts.
weit geht denn der da oben eigentlich? Dass mehrere hierher laufen. Sind ja auch nochmal Fackeln. Das ist alles nur Beinwelt hier, ne? Oh, oh. Okay. Gut, Freunde, das Spiel ist abgestürzt. Wollen wir doch nochmal in das Spiel reingehen? Gut, wir haben jetzt auch noch nicht allzu viel geschafft, nicht wahr? Aber... ja. Versuchen wir das Ganze doch nochmal. Ist mir jetzt bei dem Spiel auch noch nicht passiert, dass das Spiel abstürzt. Da auch ne, würde ich erstmal einen Schluck trinken. Ich hoffe, das Spiel hat jetzt Sound, weil das hat es nämlich gerade eben komischerweise nicht gehabt, wo ich das erste Mal das Spiel gestartet habe. Aber hört sich gut an. Wollen wir das Spiel doch mal neu starten? Die Verbände sind mit Blut durchtränkt. Okay. Ich muss sie wechseln. Und ich brauche etwas, das die Heilung anregt. Zumindest ja. Ringelblumen, damit sich nichts entzündet. Und Wasser brauche ich. Matthäus meinte, in der Mine werde ich fündig. Das ist richtig. Also Wasser kriege ich hier. Mal gucken. Gegebenenfalls auch Leinen, ne? Da stellt sich halt nur die Frage, wo ich das hier drinne finde. Aber das werde ich schon irgendwo finden. Hier wäre Wasser, aber das kann ich nicht nehmen. Ich kann natürlich nur das andere Wasser nehmen, was hier jetzt rechts ist. War genau hier. Damit hätten wir aber auf jeden Fall schon mal Wasser. So. Jetzt will ich nochmal reingucken. Aasbahn zu Samuel ist klar. Findet 3 Stücke Leinen zum Verbinden von Samuels Wunden. 3 Stücke Leinen. Könnte ich denn hier 3 Stücke Leinen finden? Ich kann nicht weg. Ich muss mich um Samuel kümmern. Ja, ich will ja auch gar nicht weg. Ich würde jetzt gerne hier das mal aus dem Weg räumen. Aber da komme ich scheinbar nicht durch. Aber wo finde ich denn jetzt Leinen? Ich das jetzt hier finden. Irgendwo muss es das ja hier geben. Toll, Höhlenpilz finde ich. Wir einmal mehr Höhlenpilze. Wer weiß, für was die nochmal gut sind. Aber vielleicht sind ja gar nicht die Minen hier gemeint in Bezug auf die Leinen, ne? Das könnte ja theoretisch auch... das hier eigentlich öffnen. Äpfel, jo. Ne? Hilft mir jetzt auch nicht allzu viel weiter mit den Äpfeln. Kannst nicht spurten, wenn du überladen bist. Ich bin überladen. Oh. Machen wir doch mal ein Essen, ne? Bin mal nicht mehr überladen. Geht doch. So. Kann ich jetzt hier noch irgendwie was... Hackel? Das ist das, was das liegt. Unbewas? Unbekannter Trank. Würde ich gerne mitnehmen. Ah, hier, komm, ist noch ein Apfel. Oder von mir aus hier die Fackel hier, kannst du auch mal fallen lassen.
Pilz bringt halt quasi noch nichts. Hundefleisch kannst du auch fallen lassen. Ja. Katas überschwemmten Stolz ist klar. Unbekannter Trank. Kann ich halt auch nichts drüber herausfinden bisher. Unkraut, Wasser haben wir. Das bringt uns halt gerade quasi noch nicht so viel. Okay. Kann ich hier eigentlich auch hoch? Ich sehe die Hand vor Augen nicht. Spitzer könnte für mich suchen. Das ginge schneller. Ja, das stimmt. Komm mal her, Spitzer. Versuch das jetzt nochmal. Vielleicht habe ich hier. Nein, bleib stehen. Vielleicht habe ich hier diesmal Glück. Such mal. Mal sehen, ob du hier etwas erschnüffelst. Such. Na komm. Falls du ihn aus den Augen verlierst, wird er nach einer Weile zurückkommen. Er wird darum offen und läuft er voraus, um dich zur Stelle zu führen. Ja. Aber bin ich denn hier sicher, wo ich stehe? Eigentlich nicht, ne? Oh oh. Ich bin entdeckt worden. Ja, natürlich. Ja, ich weiß. Ich werde bestimmt gegen dich verlieren, oder? Gewonnen? Ernsthaft? Tatsache, ich habe einen Kuman besiegt. Der hat auch noch zwei Verbände dabei. Wie genial ist das denn? So. Trinkwasser ist egal. Aber ich habe 6 Verbände anstelle von den Leinen. Okay, finde 10 Ringelblumen für Samuel. Ja, bei C. Den jetzt aber gerade erledigt habe, Mensch. War schon ein Wunder. War auch so an sich. Der dann auch jetzt noch die Dings dabei hatte. Die Verbände. Nochmal mehr Zufall bzw. Glück auch, dass der das dabei hatte. Hast du gefunden? Spitzer, hast du was gefunden? Ja? Hast du gefunden? Lauf dir hinterher. Vielleicht ein paar Ringelblümchen oder so? Unfallort. Okay. Ja, kann ich dich loben dafür? Aber Junge. Sehr gut. Aber jetzt bist du bitte ruhig, so ja? Du hast recht. Danke. Gespräch beenden. Öffnen. Ja, das bringt uns leider alles jetzt nichts. Ich brauche ja. Naja. Ringelblumen. Da ist jetzt beispielsweise ein Feind. Läuft aber weg. Läuft auf mich zu. Hier gibt es ja scheinbar irgendwo die Ringelblumen. Dass ich den dafür umhauen muss, dass ich die Ringelblumen bekomme. Weil dass ich den einen jetzt da vorhin gekriegt habe, das war ja mehr Glück als Verstand, nehme ich jetzt mal an. Aber hier sehen wir es, hier kriegen wir ja nur dieses Beinbell.
Und gar nicht die Ringeblumen. Ich bin hier im Bereich der Ringeblumen. Hier bleibe ich mir erstmal stehen. Dass er uns sieht. Doch lieber mal ein paar Schritte weiter weg. Ah, hier müssen ja irgendwo die Ringeblümchen sein. Ich dachte ja wenigstens, das könnten ja hier Ringeblümchen sein, aber nein, ich finde ja nur das Beinwell. Irgendeinen anderen Kram. Aber keine Ringelblumen. Bin ich denn noch drinne? Ja, ich bin noch da drinne in dem Bereich. Möglicherweise ist das auch hier ganz außen. Kann ich da einen Marker setzen? Okay, dann gehe ich da gleich mal hin, wenn ich hier jetzt auf der Seite nichts finde. Gehe ich mal da drüben hin über den Weg drüber. Das Beinwell. Aber was, warum, was brennt da? Ist da einer oder was? Ein Lager? Oh, den lassen wir erstmal daherlaufen. Der dreht glücklicherweise recht schnell wieder rum. Das da oben könnten möglicherweise Ringelblumen sein. Bitte lass hier kein Gegner sein. Den Stück brauche ich hier. Ja. Psst. Hund! Ja! Ist gut! Nicht so laut! Alter Finne, die hören uns doch! Ah! Spitze, hau ab! So. Dann wir erstmal ein Stückchen weg. Oh, hier sind Tode, okay. Ich hoffe, der sieht uns jetzt nicht. Natürlich hier recht offensichtlich sitze. Aber ich könnte Glück haben, dass der da. Ja, doch, das dürfte gehen. Oh, bitte, 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 bitte. Ja, genau. Ja, so. Ich auch so. Dreh dich bitte um und Spitzer, sei bitte leise. Danke. So, wie viel haben wir denn jetzt eigentlich? 6 von 10. Bisschen was. War erstaunlich nah. Die noch mitnehmen? Nein! Nicht Spitzer. Ringelblumen. Mein Gott. Oh. Wo finde ich jetzt weiter? Ich habe 7 von 10. Und hoffe, dass ich die anderen auch schnell finde. Hier oben. Hier wieder im Bereich B mit drinne. Und ich habe gerade aktuell keine Ahnung, wo der Typ mit der Fackel ist. Da unten. Okay. Da komme ich nicht durch. Ich will nochmal hier unten gucken. Ob hier vielleicht doch noch ein paar Ringelblumen sind. Sonst muss ich nochmal weiter oben gucken. Jetzt hier nur keine mehr gesehen, aber das heißt ja auch nichts. Gift. Was hat die? Leinen für Verbände. Okay. Hier sind noch welche. Dadurch, dass ich so viele Verbände habe. Nee, so viel. Doch, so viele Verbände. Leinen habe ich keine, aber 6 Verbände. Gleicht sich das aus, das ist schon mal ganz gut. So, jetzt noch eine Ringelblume. Das werde ich ja wohl hinkriegen.
Kommt er näher oder rennt er weg? Und wieder runter zu mir in meine Richtung. Bleib ich mal ganz ruhig hier sitzen. Da ist noch eine Ringelblume hier. Aber du musst erstmal wieder umdrehen, Freundchen. Kann man den Marker hier schon mal entfernen? Ja. Natürlich am allerletzten Rand müssen diese ganzen Ringelblumen sein. Also du bist ein bisschen ein Otto. Ja. Geh mal weg da. Perfekt. Ich hab alle. Jetzt müssen wir nur noch ungesehen, was aber denke ich mal weniger das Problem ist. Ungesehen wieder da hochkommen zu unserem Bruder. So. Jo, Spitzer teleportiert sich. Why not, ne? Er kommt wieder runter. Wir rennen mal hier hoch. Na, wo häng ich? Aber nicht wegen Spitzer. Wollen wir mal weiter schauen. Uiuiui. Ja, Freunde, es tut mir leid, dass das jetzt so ein bisschen länger gedauert hat. Ich spiele das Spiel auch zum ersten Mal. Ich habe keine Ahnung, wo was ist. So. Geht's dir gut, Samuel? Das war aber ein harter Cut. Ich befürchte, er hat's nicht geschafft. Samuel. Komm, wach auf. Ich glaube nicht, Samuel, dass er nochmal aufwacht. Wach jetzt auf. Aufwachen. Nein, Samuel. Vergiss es, du wachst jetzt sofort auf. Nein. Nein, bitte, Samuel, nein. Nein. Nein, nein. Nein, du darfst nicht. Wach doch bitte auf. Samuel, bitte. Nein. 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 Wir halten zusammen. Quest abgeschlossen. All die Toten. Spitzer. Was
Was sollen wir jetzt bloß tun? Denkst du, irgendjemand im Dorf hat überlebt? Vielleicht in der Burg? Ich hoffe es. Wenig irgendwie begraben. Ja, als ob jemand hinter der Palisade lebt. Wenig begraben. Spitzer Fuß! Was ist denn? Hast du etwas gefunden? Ja, raus, wo ein Spitzer läuft. Ja, ich komm mit. Ich hoffe wirklich, hier sind keine Wachen mehr. Essen. War auch nichts Gutes mehr. Los, Spitzer, such weiter. Na komm. Na los. Kleiner Hund. Auf geht's. Jawohl, gut. Nee. Oh, da lebt noch jemand. Hallo? Hey, ist da irgendjemand? Holper. Holper? Was ist passiert? Was schreist du hier herum? Du lockst die Heiden an. Ich muss hier verschwinden. Und zu den anderen. Sie waren. Kann ich was für dich tun? Du bist verletzt. Kann ich dir irgendwie helfen? Mit dem Bein stimmt was nicht. Hab es mir beim Sturz verdreht. Ich konnte noch bis zum Pfad humpeln. Aber jetzt geht nichts mehr. Ich versuche dir zu helfen. Ich will mir mal dein Bein ansehen. Vielleicht kriege ich das wieder hin. Na gut, aber sei vorsichtig. Es ist geschwollen. Ich kann es verbinden. Aber mehr auch nicht. Ansonsten fällt mir nichts ein. Ich kann versuchen, Verbände aufzutreiben. Misserfolg, schade. Ich wäre dir dankbar. Wie hast du denn eigentlich überlebt? Wie hast du den Angriff überlebt? Ich versteckte mich oben auf dem Hügel, bis es dunkel wurde. Und das Geschrei verstummte. Ganz Scarlitz brannte lichterloh. Ich weiß. Ich sah es auch. Ich wollte nach Thalmberg, um Alarm zu schlagen. Aber als ich im Dunkeln runterkletterte, verlor ich den Halt und rollte wie ein Sack Kohle nach unten. Ich bin überall grün und blau. Ja. Hat denn sonst noch jemand überlebt? Gibt es weitere Überlebende? In der Ferne sah ich welche. Aber ich traute mich nicht, nach ihnen zu rufen. Es waren noch Plünderer zuhauf in der Nähe. Gut möglich, dass du noch auf Skalitzer triffst. Und wegen der Verbände? Wegen der Verbände. Wirst du mir welche bringen? Mir fehlt die Kraft zu gehen. Ach so, ich habe keine mehr. Ich gehe. Die habe ich ja. Warte hier. Okay. Wir gucken mal gerade, was Schutzengel. Den Überlebenden müssen wir natürlich erstmal helfen. Such beim Haus des Töpfermeisters nach Überlebenden. Das machen wir mal gerade weg. Das finde ich heraus, ob jemand hinter der Palisade überlebt hat. Na gut. Such beim Haus des Töpfermeisters, such beim bei den Bergbauanlagen, such bei den Holzfällerlager und such beim Wald. Bring dem verletzten Mann Verbände, 2 Stück und hilf dem verletzten Mann. Ja, das kriegen wir doch hin. Ich hoffe, hier ist halt wie gesagt keiner mehr, ansonsten könnte das echt schlecht für uns werden. Gehen wir erstmal zu B. Und dann schauen wir mal weiter. Hier, E ist nur R, ne? Ja. Ich bin zurück. Ich hol Hilfe. So. Nee, tschüss. Ich gehe. Warte hier. Aber wir gehen erst in der nächsten Folge, Freunde. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen und ich hoffe, ihr wollt genauso wie ich, dass dieser Mann wieder laufen kann und dass wir Rache nehmen können. Alles ein bisschen hart gewesen jetzt. Wenn euch die Folge gefallen hat, lasst ein Like da, lasst einen Daumen hoch da. Like und Daumen hoch. Klar, alles klar. Ist das gleiche, ja. Lasst ein Abo da, meine ich. Und ein Like.
Ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal wieder dabei bei Kingdom Come Deliverance. Bis dahin, ciao.